Die Alten sagen immer, wenn du mal rein drin bist, den Schaft trägt, dann kommst du nicht mehr raus. Und genau so war es. Ich glaube, ich bin reingefallen oder so. Und ist ein komplettes Werkzeug. Also wenn das nicht passt, dann. Oder wenn du es vergessen hast, dann kannst du gleich wieder umdrehen. Du brauchst gar nicht das Netz aufmachen. Ja, lebst du vom Staat und von deinen Lämmern? Also bist du da bei Zuschuss zum Staat? Ja, genau. Weil von der Wolle hast du nichts mehr. Ja, genau, du klagst auf, jetzt am Schweinsbraten hin und nicht aufs Brot. Ja. Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Freistunde-Show hier aus dem Paul-Theater in Straubing. Heute als Gast haben wir eingeladen den Michael Mayer. Grüß dich. Servus, herzlich willkommen, schön, dass du da bist für uns. Wer den Michael noch nicht kennt, da haben wir einen kleinen Trailer vorbereitet, wo ihr mal erfahrt, was der so alles macht. Und der kommt jetzt. Das Leben von Michael Mayer dreht sich um 900 Schafe. Es sind seine Schafe, denn Michael ist Schäfer. Für den 25-Jährigen war das schon von klein auf sein Traumberuf. Auch wenn sein Vater sagte, Michael solle was Gescheites lernen. Doch der gebürtige Straubinger setzte seinen Willen durch und ist heute glücklich mit seinem Beruf, ja, seiner Berufung. Mit seiner Herde weidet Michael im Frühjahr und Sommer im Bayerischen Wald. Vormittags lässt er die Schafe zum Fressen aus. Insgesamt sollen die Tiere dafür um die 7 Stunden Zeit haben. Dazwischen gibt es je nach Temperatur 1-2 Stunden Pause zum Wiederkäuen im Schatten. Michael ist den ganzen Tag bei seinen Schafen. Er bringt neugeborene Lämmer in den Stall und kontrolliert die Tiere auf Verletzungen. 365 Tage im Jahr. Doch das sieht er nicht als Einschränkung. Michael genießt es, draußen bei den Tieren zu sein. Um der Herde Herr zu werden, unterstützen den Schäfer seine Hunde. Ohne die wäre er verloren, sagt er. Ja, jetzt haben wir erfahren, Michael, du bist Schäfer. Jetzt frage ich gleich mal ganz am Anfang, du bist jetzt bei uns in der Freistunde-Show. Wer passt denn jetzt gerade auf deine Schafe auf? Das ist jetzt mein Vorgänger, der springt hier und da für mich noch ein. Auch wenn jetzt Lammzeit ist, dann hilft er mir immer noch wieder. Ja, es ist relativ angenehm, wenn er noch hier und da kann und will. Ja. Weiß ich nicht, ja, bis 365 Tage im Jahr hast du eigentlich nie frei. Und ist halt doch schön, wenn er noch hilft und ihm gefällt es noch. Und ist mir schon eine Erleichterung. Das glaube ich. Zu den 365 Tagen, da kommen wir später noch dazu. Mich würde jetzt aber zum Anfang mal zuerst mal interessieren. Für die war ja schon immer klar, schon von Kindesbeinen eigentlich auf, dass du Schäfer werden magst. Oder nicht? Ja, eigentlich schon. Wie ist denn genau dazu gekommen? Wie hast du praktisch den Berufswunsch oder auch schon fast die Berufung eben für dich gefunden, dass du Schäfer werden magst? Eigentlich wollte ich schon immer, ja, als kleiner Bub bist du halt schon beim Opa mitgefahren und da war ich dabei und war eigentlich immer mein Herzblut hast du halt da reingehängt. Ne? Ich war als kleiner Bub schon immer dabei und gefallen und super. Und ja, und dann hat der Papa zu mir gesagt, ich soll was Gescheites lernen. Ja, dann habe ich überlegt, nein, ich will nichts anderes. Und dann habe ich Maurer gelernt. Ja, dann habe ich gelernt und hat mir auch ganz gut gefallen. Und ja, dann habe ich noch 2 Jahre als Gesell gearbeitet, aber dann bin ich schon, ja, dann habe ich gerade noch 4 Tage gearbeitet, da habe ich einen Papa mehr bei den Schafhelfer kann und Schafhirten darf. Und was noch andere Schäfer ausgeholfen und irgendwann habe ich gesagt, nein, ich gehe nicht mehr am Bau. Also das bloß nur zum Verständnis, dein Papa und auch der Opa, die waren beide auch Schäfer. Mein Uropa auch schon. Der Uropa auch schon. Also wo jetzt ich weiß, die 4. Generation bin jetzt ich. Laut einem Zeitungsausschnitt von meinem Opa mal war jetzt ich die 9. Generation schon. Aber das weiß mein Vater nicht und ich auch nicht. Also okay. Aber hat auf jeden Fall Tradition bei euch, das ja, Schafe mittlerweile Schafe schon. Okay. Dadurch dann eben auch, ja, ist dazu gekommen, dass du von klein auf schon mit Schafe in Verbindung warst? Ich bin immer, ich kenne es nicht anders, ich bin damit aufgewachsen. Okay. Ja, wie wird man genau Schäfer? Ich glaube, du hast ja da eine Ausbildung dazu gemacht. Ja, dann habe ich eine Ausbildung gemacht in Neustadt an der Donau bei Michael Schlamp. Und dann, ja, auf der habe ich mir schon gedacht, boah, jetzt bist du Oma ohne Family, bin eigentlich immer gewählt, da ich unter Leib bin oder so. Vor allem bist du allein in einem Wohnwagen drin oder Bauwagen. Ja, schon komisch gewesen, aber ja, wenn es den hat. Ja, und irgendwann machst du das nur noch. Mhm. Aber die anderen, die Alten sagen immer, wenn du mal rein drin bist, den Schaf trägt, dann kommst du nicht mehr raus. Und genau so war es. Ich glaube, ich bin reingefallen oder so. Und kommst gar nicht mehr raus. Also. Aber ist ja schön. Du hast mittlerweile deine eigene Herde. Beschreib doch dir mal ein bisschen, wer sind deine Schafe, wie viel hast du? Selber habe ich hab zwar die von meinem Vorgänger, wo ich jetzt die Wörter habe, meine Sommerweidenflächen da habe ich übernommen oder abgekauft. Mhm.
Aber okay, ich habe mit meinem Vater GbR zusammen, also haben wir alles zusammengeschmissen und nein, wir teilen es uns auf, wie wir es brauchen. Wie viele Schafe sind es denn insgesamt? Momentan haben wir jetzt, glaube ich, 850, 900 miteinander. Okay. Also für uns gibt es keine, die sind ein Babs, die sind meine, das gibt es bei uns nicht. Also, da haben wir jetzt kein Problem damit. Ja, aber das ist eine riesige Anzahl. Kennst du da jetzt einzelne von deinen Schafe? Ich kenne jede einzelne. Wenn es das erste Mal gelammt hat oder es das zweite Mal gelammt, dann weißt du auch, okay, das ist die oder die vielleicht. Aber jede kennst du nicht. Du kennst deine deine Leitschafe kennst du. Die kannst jeden Song vor der Weiden schon. Aber so, jede kennst du nie. Weil es sind ja doch eine Formel, 900 Stück, wo die vor dir stehen und dann hast du die Lämmer noch dabei. Ja, ist ja doch ein bisschen viel nachher. So eine Riesenherde Herzen werden das, glaube ich, auf gar keinen Fall einfach. Da, glaube ich, sind die Schäferhunde auch wichtig. Die Hefe, die unterstützen die da dabei. Ja, das ist der Werkzeug. Genau. Also, Hund ist der komplettes Werkzeug. Also wenn das nicht passt, dann. Oder wenn du das vergessen hast, dann kannst du gleich wieder umdrehen. Du brauchst gar nicht das Netz aufmachen. Magst du mir ein bisschen erklären, eben, welche Aufgabe haben die Schäferhunde? Die Schäferhunde haben halt die Aufgabe, sagen wir es so, dass halt du bist da immer in einem Grundstück so quasi drin. Wo links und rechts Straßen sind oder ich bin jetzt im Übungsplatz drin, da fährt halt der Bund und da musst du aufpassen, dass ich den nicht willkürlich überall umeinander laufen. Und dann halten die in dem Stück da drin und da müssen die halt immer langsam hin und her pendeln. Dass halt die, und sie müssen halt sich einen Respekt erschaffen vor die Schaf, weil sonst, wenn der nicht so quasi die Schaf zwickt, dann lacht das aus, weil dann kommt der ganze Haufen und schiebt die weg, den Hund. Ja, ja. Und die müssen, und wenn du halt im Herbst oder im Winter hast, du so, da hirzt die Wies, so quasi, oder das Kleegras, und dann musst du an einer anbauten Wintergersten vorbei, und da darf ein Schaf so nicht rein. Und dann muss halt der Hund da das Stück, was du mit den Schafen am Feldweg treibst, die Schafe da weghalten, oder dass die nicht komplett reinschwirren. Wenn jetzt da drei reingängen, das macht nichts. Aber so schaust du schon, dass du sauber durchkommst und dass die halt nichts kaputt machen, weil den Schaden musst du aufkommen. Ja, ja, und da helfen eben die Hunde, die halten die Herde da. Wenn du vom Feldweg treibst, muss links und rechts ein Hund sein. Und die müssen da hinten fetzen, wenn du pfeifst oder jeder hat ein anderes Kommando, aber die müssen die schauen, dass die am Feldweg bleiben. Oder auf die Straßen, wenn du auf die Straßen gehst, dann muss das funktionieren. Alles klar. Wir haben bei uns in der Show immer auch ein Element, nämlich unseren Würfel mit dabei. Da sind Halbsätze mit drauf und ich darf dich mal bitten, wirf doch mal den Würfel vor dir einfach mal in die Luft, fang dann am besten mal wieder und welche Seite nach oben sagt diesen Satz, da darf ich dich mal bitten, dass du ihn vervollständigst dann. Ich erinnere mich gerne. Genau. Ja, was war jetzt da? Weil es gibt viele Sachen, wo du dich gerne erinnerst. Wie du quasi deinen ersten Hund gekauft hast oder dein Schafherd übernommen hast. Das ist halt schon dein Stolz so quasi. Da, wo du dran hängst. Oder wenn du Schäfer gelernt hast, war auch eine schöne Zeit. Also meine Lehrzeit war eigentlich ja schon ein Traum. Okay. Also, das war schon cool. Gut, darfst du mir wieder geben? Ja. Kommt später nochmal zum Einsatz. Jetzt glaube ich, kennen Sie viel viel wissen zwar, was ein Schäfer so grundsätzlich macht, aber wie so ein typischer Tag vor dem Aussteht, ich glaube, das können Sie eben wenig vorstellen. Magst du mal ein bisschen einfach so einen beispielhaften Tag vor dir schildern? Wann stehst du auf? Wie läuft so der Tag bei dir ab? Was machst du den ganzen Tag über? Ich stehe ganz normal um. Jetzt momentan, wenn Lammzeit ist oder so, jetzt fangen sie an. Ja, da stehst du um 6 Uhr auf, dass du um 7 Uhr bei deinen Schaf bist. Und dann schaust du durch dein Pferd durch, legst deine Lammschaf auf, die gelammt haben, mit den kleinen Lämmer, und fährst das noch in den Stall heim und so. Und dann tust du in Einzelboxen rein und fütterst das und gibst dir Wasser und tust den einen Nabel desinfizieren und schauen, dass die Kleinen alle saufen auch, dass halt die auch was werden, dass sie erwachsen. Ja. Und ja, verriechst deine Schafe und schaust, was krank ist. Das ist aber ein ganz großes Thema. Da bist du eigentlich, ja, wenn du sagst, du hast 100 Schafe im Stall, da bist du eine halbe Stunde nur beschäftigt, dass du die komplett durchschaust, ob es Eiterentzündungen oder Lungenentzündungen bei den kleinen Lämmer oder ja, lauter so Sachen hast du da. Und dann fährst du wieder zu deiner großen Herd und lässt halt aus um eine Zähne sowas. Viele denken sich zwar, ja, warum erst um 10 Uhr? Weil halt einfach
in der Früh ist halt der Tau da und der Tau so quasi heißt halt, da nehmen wir den Schaft Wurm auf. Mhm. Genauso wie an einem Holzrand ist halt Wurm drin oder der Bandwurm, Lungenwurm, Mangenwurm. Und dann lässt du erst später aus, wenn das Gras so quasi trocken ist. Mhm. Und dann lässt du die aus, hierzu ungefähr 3 Stunden. Und dann sperrst du es ein oder lässt es einmal 1 Stunde healen, dass halt die Wiederkäuer können. Der Schaf ist ein kleiner Wiederkäuer, der muss wieder alles einmal verarbeiten. Und nachher ziehst du noch 1 Stunde oder 2 Stunden wieder an und jetzt nochmal 4 Stunden ungefähr. 4,5. Und in der Zeit, also vormittags und dann nachmittags, da fressen eben deine Schafe? Ja, genau. Die fressen ungefähr das Minder, oder so quasi so ein Satz ist 7 Stunden, muss ein Schaf fressen. Am Tag? Am Tag, dass die satt haben. So ein spannendes Leben als Schaf, gell? Ja, Schaf frisst eigentlich. Also die haben es schöner wie mir teilweise. Schöner wie du, glaube ich, auf jeden Fall, weil du bist da. Ja, von der Früh bis auf die Nacht kümmerst du immer um deine Schafe, ein paar, die eben im Stall sind, dann zu deinen Herden wieder, also bist du... Ja. Und wie jetzt, noch, ja, unter den Tag lassen wir noch Schafe, dann fährst du die Mittag teilweise wieder in den Stall um, verrichst die wieder und dann, ja, dann hörst du wieder weiter und auf die Nacht fährst du wieder in den Stall, weil dann musst du die anderen wieder füttern, weil ich fühle das 2 Mal am Tag. Und ja, dann kommst du um 10 Uhr heim. Dann bist du wahrscheinlich fertig. Ja, fertig, nicht mehr. Ja, du bist das gewohnt, sagen wir es so. Das ist einfach ganz normal. Also mir macht auch das nichts, da ich eher da ich später anfangen und dafür hinterher auch ein wenig länger machen. Auf die Nacht, das macht mir gar nichts. Aber mei, du hast einfach, du machst dein Ding und bist dein eigener Herr und das ist das Schönste. Okay. Hast du eine feste Wohnung oder wo übernachtest du dann? Bist du immer bei deinen Schafe praktisch mit dabei? Ich habe jetzt in da, wo mein Sommerbord ist, in Reng, da in neben Ring ist also ein kleiner Ort, da habe ich eine kleine Wohnung und da schlafe ich dann. Aber bist du dann schon immer, ziehst du mit deinen Schafe praktisch mit, wo die sind, bist du dann du? Ja, okay, über Sommer bin ich eigentlich nur auf 3 Stücke. Da bin ich im Truppenübungsplatz in Ring, am Gorskopf, im Bischofsmoors und auf der Rusel, den Skilift noch. Und da bewegst du von Mitte April bis Mitte September. Anfang Oktober oder Ende September. Auf den 3 Stücke musst du zurechtkommen. Kennen dir die Grundstücke oder die Flächen? Oder hast du die hast du gepacht, die habe ich gepacht. Du hast da deine Pachtverträge und so ist dein Pacht und das ist. Ja, da musst du rundum kommen. Ja, auf jeden Fall. Du hast es am Anfang schon ein bisschen angesprochen, so mit freies Wochenende oder mit Urlaub schaut es schwierig bei dir, also weil es doch 365 Tage im Jahr die um deine Schafe kümmerst. Ja, das ist. Weil Schaf brauchen jeden Tag was, das hilft nicht. Das ist. Aber ich muss auch sagen, ich brauche das auch nicht, da ich da ewig. Also ich muss, wenn ich mal 2 Tage vorkomme, das reicht mir schon. Also dass ich da, ich weiß ja gar nicht, was ich anfangen soll. Du, wenn du das einmal ein paar Jahre lang machst, dann weißt du gar nicht mehr, was du an einem Freitag da sollst. Okay. Aber das, also für die sind es eigentlich keine Einschränkungen, sondern das bei dem gehst du auf der Blüste auf. Ja. Also das. Wo für mich das Entspannendste ist, wenn ich bei meinem Schaf bin. Das ist einfach das, was du willst. Okay. Dann hast du deine Ruhe oder so und das ist das Hauptthema. Oder das Beste. Da schaut es wahrscheinlich aber dann so Thema Familie oder auch Freundin schwierig aus, oder? Erzähl mal ein bisschen. Ja, meine Familie, die ist halt das, die haben das schon gewohnt, dass die so quasi mal einmal in der Woche sehen oder 2 Mal bloß. Oder wenn du gar schnell mal auf die Nacht zum Essen heimkommst und dann schon wieder am nächsten Tag in der Früh haust wieder ab. Die haben jetzt da relativ. Ja, mein Vater macht es selber, die wissen, wie es ist. Und meine Brüder, die haben das auch ganz normal gewohnt. Die kennen auch nichts anderes. Auf die sind wir einmal mit dem aufgewachsen. Und mein, da muss, wenn eine Freundin habe ich zwar jetzt keine, weil das macht denen nicht leicht eine mit. Das glaube ich. Sagen wir es einmal so. Aber es gibt schon noch irgendwo welche oder so, die wo das mitmachen, glaube ich. Ist halt schon anstrengend, weil du hast keinen freien Tag, du kannst jetzt nicht einmal sagen, am Mittag jetzt gehe ich zum Essen. Das kannst du da vergessen. Ja. Ja, auf alle Fälle. Was mich noch interessieren hat, wie verdienst du mit deinem Hauptberuf, mit eben, dass du Schäfer bist, wie verdienst du da Geld? Du hast auf einer Linie hast du deinen Lämmerverkauf, Fleischvermarktung. Und das zweite ist vom Staat, deine Flächen. Also du bist da beantragst du halt so quasi ein Programm auf die Flächen und dann halt, ja, lebst du vom Staat und von deinen Lämmern. Also bist du da bezuschusst vom Staat? Ja, genau. Praktisch. Weil von der Wolle hast du nichts mehr. Und da kannst du deine Leute, deine Schafscherer zahlen und deine Leute, die dir helfen. Weil da brauchst du eine Masse von Leuten auf einmal. Und
Das Essen ist zahlt für die ganzen Leute und alles, aber du im Endeffekt hast gar nichts. Das ist eine Nullrunden. Also ohne die Zuschüsse vom Staat hat es auch nicht gehen? Nein, die, wenn es heuer nicht mehr gibt, können wir nächstes Jahr zuspielen. Mhm, okay. Gut. Bevor wir mit der Musik weitermachen, darf ich noch einmal den Würfel mit ins Spiel bringen. Würfel doch bitte noch mal vor dir in die Höhe und vervollständige dann folgenden Satz. Mir ist peinlich. Gibt es da was? Ja, es sind schon peinliche Situationen einmal gewesen. Einmal war ich. Ja, ist eigentlich schon relativ peinlich. Ja, ist ja egal. War ich Betriebshelfer auf der ersten und nach meiner Lehrzeit. Habe ich bei den Scheifen ausgeholfen. Wegen, und wenn einer krank war oder sonstiges, dann warst du da, der dich angerufen hat. Oder bei meinem Vater und hat der gesagt: Okay, dann fährst du auf, dann macht man das so. Nachher ja, habe ich da auf seiner Fläche gekehrt und ist ein fremder Hund vorbeigegangen und der hat zum Bellen angefangen. Und nachher ist mir halt da, also ein Jahrling, das ist ein jahriges Schaf oder anwachsendes Schaf so quasi, ist mir weggesprungen und der Hund ist denen ja ein bisschen nach. Und dann hat mir der das Schaf versprengt. Und ja, okay, die ist nicht mehr zurückgekommen, die laufen noch in Panik, wenn die Hand einfach weg. Und da war halt ein wenig so ein Dorf und dann ist mir der Jährling da ins Dorf reingelaufen. Und dann hast du mit den ganzen Schafen in die Siedlung rein müssen. Sauber. Und auf einmal willst du wieder einer dran, so quasi mit deinen Schafen, und dann haben alle Schafe in den Garten einer dran. Und das war schon ein bisschen peinlich. Ui. Frisch gepflasterter Einfahrt, frisch gebautes Haus, frisch gelegter Rasen. Ja, die haben das nicht ganz so lustig gefunden. Da kommst du mit über 100 Schafe praktisch daher. Ja, genau. Alles klar. Danke. Ja, kommen wir nun jetzt zur Musik, heute mit den Brave Bones. Auch die sind aus dem Straminger Bandhaus und das sind folgende 5 Bandmitglieder. Nämlich der Gregor Steinmetzer, der Leonhard von Rüdorfer, der David Schiesel, Florian Kögel und Lars Jakomeit. Die 5 Jungs machen, so ihre Definition, melodischen Punk-Rock-Reggae-Rap und das Ganze auf Deutsch. Brave Bones drücken auf metaphorische Weise Probleme, Wünsche und Emotionen einer jungen und kreativen Generation aus und dabei mixen sie gerappte Strophen mit hitzigen Offbeats. Und ihren bekanntesten Song Milch und Honig, den gibt's jetzt. Jeder Message wieder ein Scherz voll. Milch und Honig fließt.
Gießen und man ist übersättigt. Es geht nur noch darum zu zeigen, wer hier wirklich fett ist. In einem Land, in dem Milch und Honig fließt, selbst wenn es kalt ist, ist ein Glas Wasser mehr wert als alles. Wir leben in einem Land, in dem täglich Milch und Honig fließt, aber ich hasse Honig. Wir leben in einem Land, in dem täglich Milch und Honig fließt, aber ich hasse Honig, hab Laktoseintoleranz. In einem Land, in dem sich jeder selbst mit seinem Ruhm begießt, ich muss hier raus, ich hab hier keinen Fall. Ich muss hier raus, ich muss hier raus, ich muss hier raus. Das waren die Brave Bones mit dem Song Milch und Honig. Michael, was hörst denn du gern für Musik? Meine Musik, eigentlich, ja, jedes Lied. Ich habe jetzt da keinen besonderen Geschmack oder da, ich sage ja nur Rock oder nur Pop oder irgendwas. Das ist mir eigentlich relativ egal, da lege ich jetzt nicht den Wert drauf. Okay, hörst du irgendwie auch beim Schafehirten Musik oder ist das, passt das nicht dazu? Weil wenn du das Auto dabei hast, schaltest du schon einmal ein Radio ein oder so, hörst du einmal das Wetter an, was er sagt oder so, aber im Ganzen nein, gar nicht. Weil erstens habe ich noch, jetzt habe ich schon das Auto dabei, aber so in der Regel habe ich das Auto selten dabei. Mhm. Du gehst halt, du hörst halt da gezielt dahin und also, oder hörst halt deinen Stiefel so quasi dahin, weil jeder hört anders als seine Schafe und teilst da halt die ganze Sache da einfach ein. Du hast vorher eben gesagt, dass du dann ja die Schafe so ihre 3 oder manchmal 4 Stunden eben Zeit gibst zum Fressen. Mhm. Was sind so deine Aufgaben dabei? Oder stehst du daneben und beobachtest die Schafe? Wie läuft das ab? Ja, du stehst schon daneben und schaust, dass alles frisst und das. Aber du, ja, wie soll man das sagen, du hörst Vormittag eigentlich, ja, wegen das vom Tag davor eigentlich. Das, was du einer am Tag davor frisch gegeben hast, das hörst du Vormittag. Dass da noch weiter fressen an den Genau, Stellen, weil die fressen sich auf die erste das Beste außer. Mhm. So quasi ein Klee oder ein Jungsgroß, das fressen sie immer gern. Und das andere, was neben mir, ah, da gehen wir lieber weiter. Das kennen wir. Ja, weil die suchen. Essen, gell, ja. Ja, genau. Du klangst auf, erst am Schwänzbrunnen hin und nicht aufs Brot. Ja. Ne, aber. Und dann musst du, weil du kannst auch, du hast jetzt nicht so viel Fläche, dass du sagst, okay, einfach laufen lassen, so quasi. Du musst da schon auf Zug hörst du, dass die Schafe Hunger oder. In der Früh schon einen gewissen Hunger haben, mhm, dass die so quasi das alte oder das harte Gras auffressen. Und dann gibt es denen halt noch ein Salz, Geschmacksträger, mhm, und nachher putzen die richtig. Also du verkaufst denen so das Gras, das vielleicht einer nicht so gut schmeckt, mit dem Zusatz da. Ja, genau. Schmeckt es ihnen besser. Genau. Weil dann halt das Gras ist teilweise saftig und dann Salz kriegst du Durst, ne? Und dann fressen sie halt das. Und dann musst du denen halt einmal wieder warten. Nach 2 Stunden, wenn es tierst, oder wir geben sie dann auf die Nacht Salz. Mhm. Oder auf die Nacht zum Pferd, meinen der Schaf. Es gibt nicht, weil morgen gibt es ja sowieso nichts mehr. Mhm. Und dann zurück, da fressen die alles. Oder alles jetzt auch nicht, aber da fressen die relativ gut zurück. Was mich interessiert, dann gerade eben auf Nacht, wie übernachten die Schafe? Weil du bist da dann nicht mit dabei, du fährst zurück. Die Hunde bleiben, denke ich, da, die werden die Herde zusammenhalten? Nein, die Hunde nicht. Die Hunde kommen in den Hundszwinger rein. Mhm. Für die müssen noch auch Feier haben. Die haben auch Feier haben. Weil sonst rennen die komplett durch. Ist ja so, dass man den Hund immer wieder wechselt, weil die, oder ein Junge, wenn du sagst, den darfst du nie so brutal überfordern. Weil sonst macht der nur noch Scheiße, so quasi. Mhm. Oder Fehler. Und wenn er Fehler macht, dann bestrafst du ihn. Und das ist halt nicht der Sinn von der Sache. Ja. Und aber dass die Herde dann eben in der Nacht zusammenbleibt? Du steckst halt so quasi deine Elektronetze auf. Okay. Mhm. Und dann tust du halt da einen Strom auf und dann kannst du dann wegfahren. Okay. Weil wenn es ausbrechen kannst du sowieso, da kannst du daneben liegen, kannst nichts machen. Auch wenn die Hunde dabei haben, das ist wurscht. Ja.
wenn der Fremde im Weg so, du schaust ja immer, dass die Schafe satt haben, dass die so gar nicht rausgingen. Oder Ausbrecher daten. Es ist ja nur durch Fremdeinwirkung nachher. Wenn da irgendeiner vorbeigeht und lässt seinen Hund da rumlaufen, weil der Hund will ja nur spielen, da kriegst du dann schon leicht einen Hals, aber mei, was sollst du machen? Mhm. Alles du klar. Kannst nur gerade den Schaden nachzuhören, was machen. Ja. Gut, ich darf jetzt zum Abschluss von der Show noch ein bisschen mit dir über den Wert von Fleisch sprechen. Ich darf jetzt mal sagen, dass die Schafe bei dir ziemlich gut geht. Die haben da Auslauf, die dürfen fressen. Aber es ist ja leider nicht bei allen Tieren so. Gerade bei anderen Tieren, die sind da auf engstem Raum, werden die zusammengehalten, werden eingepfercht. Und wichtig ist dabei nur, so schaut es zumindest nach außen aus, dass der Preis für das Fleisch im Supermarkt dann möglichst gering ist. Was denkst du da so drüber? Ja, drüber denken, das ist immer so zweispaltig, ne? Die Leute mit billig einkaufen, ist ja verständlich, weil man halt auch nicht immer so gut verdient. Aber du als Landwirt, als Erzeuger, ja, hast halt, wenn das Fleisch billig ist, nichts davon. Ja. Du gibst eigentlich deine Lämmer auch wie Jahre, oder die letzten Jahre geht es eigentlich, aber letztes Jahr war so ein Jahr, da hast du es direkt verbetteln müssen. Weil da teilweise so viel vom Ausland einer kommt, da haben wir, ja, wir sind nur ein kleiner Bruchteil auf die sie. Und dann spielst du nicht mehr mit, die haben Herden und die machen sie über die Masse. Da haben wir kleine Grattler, wenn du es sagst, auf die sie. Also die dann uns auslachen, die werden uns sehen, was wir für Herden hirten, da lachen die bloß. Also. Aber ist ja da wichtig, dass man vielleicht auch darauf achtet, einfach, dass man regional einkauft, um einfach dann die heimischen Betriebe, die heimischen Landwirte auch zu unterstützen. Also das war halt für uns als Schäfer oder als Landwirt, als Bauer, war halt das, ja, deine Gewinnbringung. Weil dann kannst du vernünftig leben oder kannst du wieder mal sagen, okay, dann baue ich den Stall oder irgendwas größer, da ich meine Viecher mehr geben kann. Mhm. Aber das kannst du teilweise nicht mehr und du wirst halt direkt drauf hintrieben. Ja, ja. Du kannst gar nicht aus. Aber so wie man eben dann heimisch natürlich die Betriebe unterstützt, ne, darf man auch wissen, jetzt eben auch in deinem Fall, dass da die Tiere gut geht, dass die da gut gehalten werden, dass die da. Das schon, da kann man eigentlich schon unterstützen, aber das kostet halt auch wieder mehr. Ne? Ja. Aber mei, das können wir nicht mehr ändern, glaube ich. Oder war schön, wenn wir es ändern könnten, aber ob das so schnell geht, ist halt die Frage. Ja, ja. Werden wir sehen. Zum Abschluss einmal nur den Würfel. Spannend, was jetzt rauskommt. Ich möchte unbedingt einmal. Was möchte ich unbedingt einmal? Ist irgendein Wunsch oder irgendein Traum, irgendein Ziel? Ja, das Schönste war, wenn ein neuer, wenn du sagst, dein Bub oder von meinen Brüdern die Kinder weitermachen würden. Das ist schon was, wo die schon gefreut haben. Das war schon verdammt cool. Dass das eine Generation weitergeht. Ja, auf jeden Fall. Am besten, wenn sie Bullock fahren lernen und ich schaffierten darf. Das war das Schönste. Und später noch sie. Das hört sich nach einem schönen Plan für die Zukunft. Ja, oh, das war's. Ja, soweit war's das, Michael, für die Show. Vielen Dank, dass du dabei warst. Das war's, wie gesagt, von der neuen Folge. Auch wie immer danke an das Paltheater, dass wir hier wieder produzieren haben dürfen. An den Armin, der sich um die Kameras kümmert und das Ganze produziert. Und natürlich an unsere Partner von Demokratie Leben, wir sind Straubing, ohne die wir die ganze Show auch nicht machen könnten. Vielen Dank auch euch fürs Zuschauen. Abonniert gerne unseren YouTube-Kanal, lasst ein Like bei diesem Video da. Und falls ihr das letzte Video noch nicht gesehen habt, da haben wir den Bastian Rieser, einen Jazz-Trompeter, zu Gast gehabt. Dann schaut euch auch das noch gerne an. Wir sehen uns ansonsten beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Servus.